Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu F1 2020 zum Qualifying hier des großen Preis von Aserbaidschan oder auch in Baku. Und guck mal da oben an der Wand, da rechts auch, das ist mein Logo, beziehungsweise mein überarbeitetes Logo, besser gesagt. Denn es ist möglich, da an der Stelle Dankeschön an Ray, der mich da indirekt darauf aufmerksam gemacht hat, und ein Mensch in den Kommentaren, der mich dann direkt darauf aufmerksam gemacht hat. Es gibt die Möglichkeit, deine eigenen Logos ins Spiel zu implementieren, also quasi rein zu modden, wenn man so möchte. Und ja, da Stewie und ich etwas geplant hatten und der aufgrund dessen das Anti-Motorsport-Logo redesigned hat, habe ich mir gedacht, Mensch, das passt doch soweit, das können wir dann doch vielleicht hier ins Spiel packen. Hab noch einen kleinen F1-Team-Schriftzug drunter gemacht. Und bevor wir vielleicht anfangen, kann ich das Logo ganz kurz in voller Hülle und Fülle präsentieren, wie es aussieht. Wie gesagt, das grundsätzliche Logo ist von Stewie gemacht, beziehungsweise überarbeitet von Stewie. Und ja, im Prinzip das Einzige, was ich dazu beigetragen habe, ist, ich habe das Ding ins Spiel gebracht. Und ich habe F1-Team drunter geschrieben, aber mit einer Schriftart, die Stewie tatsächlich auch rausgesucht hat. So, und zwar kommen wir hier rein. Genau, das hier war der ursprüngliche Plan, aber das hier ist dann im Endeffekt dabei rausgekommen. Und ich kann das Ganze auch, wenn ich Bock hätte, theoretisch farblich soweit bearbeiten, wie ich möchte. Ich könnte das hier beispielsweise grün machen oder so. Keine Ahnung, falls man irgendwann mal unter anderen Farben antritt. Aber ja, das ist es im Prinzip. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Und auf dem Fahrzeug ist das auch mit Sicherheit sehr, sehr schön. So, auf jeden Fall Baku heute Qualifying. Die Schwierigkeit habe ich mal auf 101 zurückgestellt, weil ich auf Baku echt nicht gut bin. Da gibt es einige andere Strecken, wo ich sage, da fühle ich mich sicherer als hier. Dementsprechend, ja, wie gesagt, 101er Schwierigkeit. Und der Plan ist Q2 erreichen. Q3, denke ich mal, ist zum einen nicht machbar, zum anderen wäre es auch dumm, weil wir dann auf eine Einstoppstrategie vermutlich verzüchten. Da müssen wir drauf verzüchten. Mein Gott, ich habe es auch irgendwie in letzter Zeit mit den Aussies. Den Motor bauen wir natürlich wieder um. Ich habe nur für das Training den alten Motor logischerweise eingebaut. Und ansonsten, nach Baku kommt dann auch endlich mal wieder schöne Strecken. Kanada, Frankreich, Österreich, Großbritannien. Ja, und dann kam halt leider auch noch Ungarn dazwischen. Aber gut, danach immerhin vier sehr schöne Strecken. Wir gehen zum Qualifying. Und ja, guck mal, wo wir heute so hinfahren können. Also auf Baku, ja klar, aber wo wir, auf welche Position wir fahren können. Tatsächlich muss ich sagen, auf Baku, ich habe sehr komische Traktionsverhältnisse irgendwie in Relation zu 2019. Beim Rausbeschleunigen kommt super schnell das Heck. Also da muss ich echt aufpassen, dass ich das irgendwie unter Kontrolle behalte, auch im Rennen später dann. Ja, müssen wir gucken, wie wir das irgendwie kontrollieren können im Zweifel. So, gehen wir erstmal vielleicht ganz kurz auf Setup ein. Wir haben ja den recht guten Motor tatsächlich, deswegen konnte ich auf recht wenig Aerodynamik gehen, dass wir da zumindest einen Vorteil haben, zwei Viererflügel. Dann hier im Prinzip alles wie gewohnt. Hier haben wir ein bisschen härteres Fahrzeug, genauso aber auch die Radaufhängung vorne tatsächlich ein bisschen härter als hinten. Und ansonsten, ja, kennt man soweit, der Reifendruck passt aber hinten und vorne nicht. Das ist noch ein altes Setup, kann das sein? Warte mal. Lass mich mal ganz kurz hier reingehen. Baku-Test. Ja, doch, das sieht doch schon definitiv anders aus. Das hier ist eigentlich das Setup, was ich haben wollte. Keine Ahnung, mir ist irgendwie ein falsches Setup geladen. Nein, genau, hier 60er Differential, genau. Und das sind dann an sich die weiteren Einstellungen, die ich getätigt habe. The track is pretty quiet at the moment. Perhaps we should get out there and get a few laps in. Ja, ja, eine reicht, Jeff. Engine fired, we're set. So, sind wir mal gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Monaco, der Startkurs letztes Mal, lief ja zumindest im Qualifying sehr gut ab. Das Rennen war dann halt leider ein Regenrennen. Da machst du gar nichts gegen. Hat keiner gesehen. Nope, DRS stellen wir mal Standard. Nur lassen wir die McLaren mal vorbei, weil der wird wahrscheinlich schneller sein.
Carlos Sainz. So. Ja, wie gesagt, danach kommen endlich mal wieder schöne Strecken. Ich freue mich riesig auf Kanada, auf Frankreich, Österreich vor allem auch und Großbritannien. Ich denke auch mal, bei einigen dieser Strecken kann ich die KI dann endlich mal ein bisschen höher stellen. Gerade Österreich bin ich ganz gut geübt eigentlich. Uah. Uah. Was ist denn los jetzt? Mach mal keine Faxen, Auto. Die Motorteile, ja, sind die richtigen. Das wäre es ja echt gewesen, wenn die jetzt nicht gepasst hätten. Da sind wir mal gespannt, wo wir landen werden. Ich habe tatsächlich jetzt nicht die allergrößten Erwartungen, weil ich hier, wie gesagt, auf der Strecke nicht allzu gut bin. Aber ja, wir schauen einfach mal. Wo wir sein werden. Zumindest im letzten Sektor, glaube ich, könnten wir ganz gut unterwegs sein, potenziell. Ja, da kam das Heck schon ein bisschen. Das ist echt krasser als in 2019. Also vor allem auf der Strecke fällt es mir auf. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach ein bisschen aggressiver push. Das kann natürlich sein. Okay, wir haben schon mal einen ganz guten ersten Sektor wenigstens. Besser als die beiden McLaren. Dafür war der zweite Sektor jetzt relativ schlecht. Immerhin haben wir das Castle überlebt. Muss man auch mal so weit hervorheben. Aber der erste Sektor, wie gesagt, war ganz gut. Im dritten stehen wir durch den Motor und die Aero auch gar nicht so schlecht da. Vielleicht wird es ja doch eine ganz nette Zeit. Eine 1,40 glaube ich war gesetzt. Ja, die werden wir nicht knacken. Oder? Nee, werden wir nicht. 1,43 von Carlos. Ah, guck mal. Ja, war nur im zweiten Sektor tatsächlich Zeit verloren. Giovinazzi, Magnussen und Ocon haben wir hinter uns. Norris auch. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Besser als erwartet, vielleicht stelle ich doch wieder auf 102 hoch. Ja, Albon ist halt komplett anderes Niveau hier im Red Bull immer noch. Wir müssen es halt auf die Reihe kriegen und da müssen wir aber tatsächlich primär an Fahrzeug-Upgrades arbeiten. Wir müssen es echt schaffen, dass wir wirklich ins vordere Mittelfeld unseren Fuß richtig reinsetzen können. Dass wir wirklich in jedem Rennen mit McLaren, Racing Point und Renault kämpfen können. Das müssen wir erreichen, um Dickpunkte zu kassieren. Weil dann können wir auch besser von eventuellen Fehlern, die die vorderen drei Teams machen, profitieren. Aktuell haben wir da halt noch keine Chance gegeben. Aktuell sind wir immer noch mit Alfa Romeo und auch Alfa Tauri am Kämpfen. Ein Stück weit sogar Haas noch. Da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Außer halt einer scheidet komplett aus von den vorderen drei Teams. Das ist die einzige Chance, wie wir die kriegen. Ja, ich habe augenscheinlich echt 4 Zehntel im zweiten Sektor verloren, wenn ich das gerade richtig gerechnet habe. Krass. Aber wir sind auch schneller als... Ja, Magnussen ist halt krank. Also die Haas-Fahrer hauen echt richtig was raus, muss man sagen. So,
Wo stehen wir denn so? Alesi dürft ja noch fahren. Oder zumindest ist er hinter mir dann im Zweifel. Aber wenn wir in Q2 kommen, ohne nochmal rausfahren zu müssen, wäre das ja auch geil, ne? Das würde ich prinzipiell sehr gut heißen, aber ja, müssen wir gleich erstmal schauen. Ich glaube halt auch nicht, dass ich das komplette Rennen über diese Pace gehen kann. Vor allem dann mit kaputten Reifen, das kann ich mir nicht vorstellen. So, aber wir stehen aktuell immerhin solide auf P6 und zwar... So far, our fastest lap is a 1 minute 40.6. Ja, 14 schneller als Alesi. Mir fehlt halt echt viel aus dem zweiten Sektor. Mein erster war aber echt gut. Und mein letzter auch. Also der letzte ist ja, wie gesagt, eigentlich ausschließlich geradeaus. Deswegen ist es auch sehr unrealistisch, dass hier gerade ein Ferrari vorne steht. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier was Gutes eingefahren eigentlich. Die Frage ist, reicht das für P16? P16 ist aktuell, ja, sind halt noch nicht alle gefahren, ne? Aber es fahren gerade alle. Wir lassen den Durchgang vielleicht mal ganz kurz laufen. Gucken dann, wo wir stehen, wer vielleicht, oder wie weit der Abstand ist nach hinten. Und dann gucken wir, ob wir nochmal rausfahren oder nicht. Wobei ich Q3 eh nicht erreichen werde, deswegen brauchen wir eigentlich fast gar nicht gucken. Ja, noch keiner, der, ich wollte gerade sagen, noch keiner der Mercedes, aber doch, da ist er. Aber jetzt nicht unbedingt mit der stärksten Zeit, also... Hätte ich mehr erwartet von Hamilton. Naja, gut. So, Verstappen. Ja, mit dem Honda halt keine Chance auf der Strecke. Und ansonsten, ja, Leclerc und Bottas werden sich noch vorne einsortieren. Kimi wahrscheinlich hinter uns, würde ich mal vermuten, oder? Nee, tatsächlich nicht. Knapp vor uns. Ja, okay, ich bin 13. aktuell. Da müssen wir nochmal. Da mischen wir definitiv nochmal. Ja, muss ich mal schauen, wo ich die Zeit vielleicht herholen kann. Vor allem muss ich gucken, dass ich meinen ersten und meinen letzten Sektor einfach wiederhole. Die waren ja echt gut eigentlich. Ja, nicht nur eigentlich, die waren echt gut. Aber der TS ist auch im Prinzip mein letzter Versuch, ne? Rein zeitlich, ja, wobei... Vielleicht würden wir noch einen schaffen, wenn ich halt die Runde jetzt sofort verkack. Also wenn ich die Runde dann gar nicht zu Ende fahre, aber... Ja, ich krieg das hin, hopp. Wir fahren jetzt die Pole-Zeit. Ganz easy. Ja, ich glaube, in der Kurve habe ich halt recht viel verloren tatsächlich. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich weiß halt zumindest, wie die goldene Linie durchs Castle geht. Die Frage ist nur, ob ich sie auf die Reihe kriege. Das ist im Endeffekt die Frage, die man sich immer stellen wird. So, ich bin allein auf der Strecke. Super. Das heißt, alle Augen sind auf mich gerichtet. Schau mal, ob ich die Zeit verbessern kann oder nicht. Oh, wow. Hier habe ich Zeit rausgeholt. Das hatte ich jetzt, habe ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Da habe ich die Zeit hier wieder weggeschmissen. Super. Ja, als ich sagte, meinen ersten Sektor wiederholen, habe ich das wohl sehr wörtlich gemeint, augenscheinlich.
Ah, fuck. Ich hoffe, das macht jetzt nicht zu viel aus. Ist leicht ein anderer Grünton. Okay. Das war doch gar nicht schlecht. Sagen wir, wie es ist. Ein paar Zehntel wären definitiv noch gegangen. Aber so nehmen wir es einfach mal hin. P6. Ich werde definitiv auf 102 wieder hochstellen. Seid euch dessen mal ganz sicher. Es ist halt schwierig, anhand von Trainings sowas auszumachen. Ich glaube, ich muss mir da eine andere Methode überlegen, wie ich eventuell die Schwierigkeit ändern werde. Noch eine Zeit werde ich nicht fahren können, werde ich aber auch nicht fahren müssen. Also, das funktioniert ja eigentlich schon ganz gut. Ich meine, wie gesagt, eine 1.40.1 war das jetzt. Eine 1.39 bin ich mir sicher, dass wir fahren können. Und ich dürfte jetzt schon gut 7, 8 Zehntel Vorsprung haben auf P16. Das heißt, da müssten 10 Leute jetzt 7 bis 8 Zehntel rausholen, mindestens. Quatsch. Doch. Nee, damit ich raus... Doch, klar, tatsächlich. Damit ich rausfliege, müssen 10 Leute mindestens 7 bis 8 Zehntel finden. Nee. Ach, egal, ihr wisst, was ich meine. Ich bin safe, würde ich sagen. Und ich habe viel zu viel Sprit dabei. Eine Runde zu viel. Okay, merken wir uns was Qualifying 2, dass wir eine Runde rauslassen. Oh ja, da fährt der Train raus. Oh, diese Boxeneinfahrt ist auch so kernbescheuert designt. Dass sich da in der echten Formel 1 noch keiner wirklich dran zerschellt hat, also wirklich mit Vollschmackes sein Wagen zwiegespalten hat, das wundert mich wirklich. So, ich hoffe, ja doch, Alesi ist schon auf der Strecke. Nicht, dass ich ihn jetzt hier blockiere, aber nee, er ist schon draußen. Da ist mein Logo an der Wand. Ich find's so toll. So. Ja, da können wir leider keine Runde mehr fahren, aber gut. Wie gesagt, das ist eine super Zeit. Im zweiten Sektor geht auch noch mehr, glaube ich, aber ich glaube, ich habe es halt vor allem im ersten Sektor das mal weggeschmissen. Aber trotzdem muss die Zeit reichen, würde ich sagen. Ja, Perez nochmal ein bisschen schneller. Kimi schneller. Okay, krass. Oh, Verstappen hat eine Gridstrafe. Was ist denn da passiert? Unerlaubtes Blockier. What? Bitte was? Haha. Tja, Grosjean. Das sieht nicht gut aus für dich in der Rivalität, hä? Das sieht überhaupt nicht gut aus für dich. Oh, das gefällt mir ja. Oh, warte mal, da stellen wir jetzt mal von der 2 wieder hoch. Einfach aus Prinzip. Was ja an dem Schwierigkeit, mit dem ich die vorherigen paar Rennen gefahren bin. Ich meine, ich war halt bei 105 am Anfang. So, jetzt ein bisschen Sprit rauslassen. Wunderbar. Für ein kleines Sicherheitsnetz, würde ich sagen. Ich meine, der eine Kilo, das eine Kilogramm
wird jetzt nicht die Welt machen. Vielleicht schaffen wir es doch in Q3, wer weiß. Möglich wär's. Jetzt sind wir ja auf einer Schwierigkeit wieder, wo wir stolz drauf sein könnten. Noch einmal alle Gänge durchschalten. Damit Jeff zufrieden ist. Lassen den Alpha vorbei. Ja, Kimi müsste es sein, oder? Giovinazzi ist ja ausgeschieden. Ja. So, mal gucken, ob wir jetzt eine 1,39 schaffen. Geil wär's. Das wäre vor allem auch super ironisch. Oder nicht ironisch, sondern sehr komisch eigentlich. Wenn ich ausgerechnet auf Monaco und Baku in Q3 kommen würde. Auf Monaco und Baku. Die beiden Strecken, die von der Menschheit eigentlich am meisten gehasst wurden, vor Vietnam. So, nochmal ganz kurz ein bisschen Platz da. Ja, das muss reichen, Frau Kimi. Also, wenn ich das aufhole, habe ich aber eh alles erreicht. So, auf. Oh, das war bisher halbwegs vernünftig. Nicht unbedingt beste Linie, aber geht klar. Okay, schon mal nicht schneller als Kimi. Schade. Das hätte nicht knapper sein können gerade. Aber ich habe ein bisschen aufgeholt auf Kimi. Vielleicht sind wir doch schneller als er. Ja, der Ferrari-Motor wird jetzt reinkicken, leider. Dennoch ist er gut. Ah, Verstappen ist sogar auch gefahren. Okay. Da wundert es mich nicht, dass ich keinen schnellsten Sektor habe. Ich hatte halt gar nicht auf dem Schirm, dass noch wer anders gefahren ist. Ich dachte, das ist nur Kimi gewesen. So, kriegen wir eine 1,39 hin? Yes! Vor Kimi, vor Perez, vor dem Alpha Tauri, namens Gasly. Wunderbar! Schöne Zeit, 1,39,750. Aber da geht noch mehr, würde ich sagen. So ein kleines bisschen. Aber das war eine grundsolide Runde auf jeden Fall. Also, da war jetzt kein großer Fehler dabei, sondern halt einfach nur, ja, kleinere Schnitzer mit drin. Problematik ist, dass ich leider keinen Soft-Reifensatz mehr habe. Und ich möchte nicht mit einem Uralt-Reifensatz in Q3 reinkommen und damit dann am Ende des Tages mein Rennen starten müssen. Das möchte ich nicht tun, deswegen, ja, ist das leider die einzige Runde, die wir fahren werden, die aber reichen könnte. Wir sind Best of the Rest aktuell. Ausschließlich Bottas, Leclerc ist es, glaube ich, und Verstappen sind vor uns.
Oh, Gassi und ich haben gerade ein bisschen Slalom-Parcours gebaut für Sainz. Das war jetzt so nicht der Plan, aber hey, passiert. Ich wünschte, man könnte echt irgendwie der KI signalisieren, ey, ich möchte auch in die Box, so ein Mittelfinger oder so, fände ich ganz cool als Emote während dem Rennen. Drückst du auf eine Taste, zeigst links raus Mittelfinger oder rechts, je nachdem, kannst du dir einstellen. Ich find's cool, wäre ein tolles Gimmick. Aber Kimi haut echt raus auf der Strecke hier, holy shit. Das ist nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Der Mann, der hat Skill. Ich sage euch, wenn ich hier in Q3 ankomme, dann bin ich Lord auf der Stadtkurse ab jetzt. So, aber ich glaube nicht, weil wie gesagt, ich kann nicht nochmal raus. Ich habe keinen Reifensatz mehr. Und das wäre Quatsch. Ich muss hoffen, dass das mit der Zeit reicht, falls es reichen sollte. Alter, Verstappen ist halt echt nicht stark auf der Strecke. Und der Honda-Motor macht da jetzt nicht die Welt aus eigentlich, weil Verstappen verliert ja, oder hat vor allem im zweiten Sektor verloren und der besteht ja jetzt nicht so krass aus Geraden. Our best lap so far is a 1:39.7. Oh, nice, Albon. Auch vor mir, natürlich. Ja, aber ansonsten... Müssen wir gucken. Müssen wir gucken, wo wir stehen werden. P7 aktuell. Das heißt, drei Leute müssten mich noch überholen. Das wird wahrscheinlich passieren. Da mache ich mir keine großartigen Gedanken. Lord of the Stadtkurse. Geil. Da sind wir in Q3. Sehr schön, sehr, sehr geil. Mit Kimi, Perez und Ricciardo ausgeschieden sind Stroll, Sainz, Norris, Kwiat, Ocon und Gasly. Aber Kimi ist halt echt eine Wucht. Aber immerhin, wir haben die McLarens beide geschlagen. Wir haben Haas geschlagen, wir haben Williams geschlagen, wir haben Alpha Tauri geschlagen. Oder besser gesagt, ich. Alesi ist ja ganz woanders wieder unterwegs. Oh, for God's sake. Ja, Moment, wenn er gleich anfängt zu regnen, dann sollte ich jetzt raus. Nur so als ganz blöder Gedankengang. Boah, ich hasse diese Boxenkasse. Ich hasse es nicht so sehr, aber ich muss Gas geben. Das könnte die einzige Runde sein, die entscheidet. Alles gut. Weil laut Wetterbericht soll es ja schon regnen, ne? Deswegen... müssen wir jetzt echt gucken, dass wir da schnell hinkommen. Stellen wir auch mal auf Fett hoch jetzt schon. Weil das könnte echt eine geile Startposition geben jetzt dann. Aber die Ferraris immer noch drin sind. Oder besser gesagt, jetzt erst rausfahren. Okay, das, wie gesagt, ist jetzt eine Runde, die wir fahren werden im Qualifying. Die muss jetzt sitzen. Es wird wahrscheinlich in der Runde anfangen zu regnen. Davon gehe ich einfach mal aus. Bremst leider.
Dafür hier ein bisschen zu spät. Sehr gut, haben wir ausgeglichen. Ja, ich glaube, ich habe gerade Regentropfen gesehen. Ricciardo ist leider tatsächlich schneller unterwegs. Bin den ersten Sektor aber auch wirklich nicht gut gefahren. Ja, Jeff hat uns angelogen. Beziehungsweise der Wetterbericht. Schade. Nein. Er hat zwar im Flügel nichts gemacht, aber hat mir die Runde jetzt ein bisschen kaputt gemacht, leider. Mies. Sehr mies. Aber wir haben trotzdem schneller den zweiten Sektor als Ricciardo. Vielleicht kriegen wir ihn doch, aber ich glaube nicht, dafür war mein erster Sektor zu schlecht. Ja, 1.40.0, dann müsste deine 9.30 werden von meiner Seite aus. Hopp. Oh, wie knapp. 300. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. 300. Come on. Ja, wie gesagt, kein guter erster Sektor gewesen. Aber wo wird Perez stehen? Vor oder hinter uns? Ne, nicht Perez. Stroll, oder? Oder doch Perez? Ah, fängt seine Runde erst an. Aber ja, jetzt fängt es gleich an zu regnen. So wie der Himmel aussieht, was bedeutet. Ja, die Startreihenfolge wird quasi stehen jetzt. Und ich bin damit leider vermutlich auf dem letzten Platz, beziehungsweise auf dem 10. Nicht auf dem letzten, auf dem 10. Ja, Jeff, ich weiß. Ich bin scheiße, das musst du mir nicht sagen. P8. Der Regen kickt halt immer noch nicht rein. Laut dem Wetterbericht sollte es schon von Anfang an geregnet haben. Ja, Perez ist auch vor uns. Und Kimi, ich vermute mal auch, oder? Ja. Ach. Schade, schade, schade. Naja. So ist es halt. So ist es leider gelaufen jetzt. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir noch eine Runde fahren könnten, theoretisch gesehen. Laut dem Wetter. Wobei, eigentlich haben wir nichts zu verlieren. Wir fahren einfach mal raus, gucken, vielleicht wird's ja. Und vielleicht kann ich noch ein paar Zehntel rausholen. Allein der erste Sektor halt. Da kann ich, glaube ich, echt ordentlich nochmal Zeit rausnecken. Nur dafür muss das Wetter jetzt halt mitspielen. Und ob es das tut, schwierig. Ich weiß nicht, ob ich gerade Regen höre oder nicht. Wo habe ich einen Flügelschaden, Jeff? Verarsch mich nicht. We've had to spend time repairing the damage to the car. Ja, okay, wir nehmen diesen Reifensatz hier, weil ich keine Ahnung habe, welcher sonst geeignet wäre. Regnet's gerade? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es nochmal. Ne, gerade regnet's noch nicht. Oder? Oder doch? Oder nee? Naja, noch nicht. Wir sind noch im Spiel, wenn wir es richtig anstellen.
Oh, alle fahren hinter mir raus. Finde ich aber schon frech, dass Jeff uns hier verarscht hat mit dem Regen. Wir haben alle gesehen, dass der Regen stand. Von Anfang an. Und bisher hat es noch nicht geregnet. Aber wird es wahrscheinlich gleich, wenn ich mir den Himmel mal anschaue. Baku im Regen hatte ich halt noch nie tatsächlich, glaube ich. Also zumindest nicht, dass ich mich groß daran erinnern könnte. Ja, Jeff, ich gebe alles, dass ich eine Runde schaffe. Wir wissen, dass ich eine 39-4 fahren kann. Und dafür muss ich nur den ersten Sektor schaffen. Und jetzt habe ich halt alte Reifen. Das ist halt so das Belastende an der Geschichte. Und der Regen wird wahrscheinlich auch jeden Moment einsetzen. Dementsprechend müssen wir hoffen, ein Stück weit, dass ich jetzt irgendwie auf einmal der Gott von Baku bin oder so. Na, wenn ich die Zeit in den ersten zwei Kurven nicht gefunden habe, werde ich die gar nicht finden. Oh Gott. Es liegt halt überall so viel Zeit und ich kann sie mit den Reifen nicht rausholen. Es ist so ärgerlich. Es ist so unverschämt ärgerlich. Ich glaube halt, und das jetzt ohne zu lügen, da liegt halt locker noch. Oh Gott, ja, und dann verkacke ich es mir so noch, dadurch ist es verdient. Aber da liegt halt insgesamt, ich würde sagen, mit frischen Reifen locker 18. Ist meine These. Mit frischen Reifen, wenn ich es richtig anstelle, würde ich da noch ein 7/18 rausholen. Ja, aber haben wir leider nicht. Damit sind wir P10. Eigentlich die ungünstigste Startposition für mich in der aktuellen Situation, weil ich keine freie Reifen mehr habe. Wahrscheinlich keine Einstopp fahren kann und ich vermutlich aber auch nicht die Pace habe, um die Einstopper zum Großteil hinter mir zu halten. Wobei ich weiß gar nicht, ob in Baku eine Einstopp machbar ist, theoretisch. Habe ich tatsächlich keine Ahnung. Aber halt bitter. Also zumindest 2/10 mehr hätte ich gehabt, wenn ich mich jetzt nicht am Ende in die Wand gesetzt hätte noch. Aber ich war frustriert. Lasst mich. Ich darf auch mal frustriert sein. So, fahren wir in die Box zurück. Einfach um die Reifen nicht unnötig weiter abzufahren. Lass uns hier so ein bisschen reinrollen. Upsi. Alles gut, hat keiner gesehen.
Ja, aber geile Regensession, muss man sagen. Also, ich habe schon hart mit dem Regen gekämpft. Das kann ich nicht anders beurteilen. Das waren üble Bedingungen auf jeden Fall, ja doch. Also von daher muss ich eigentlich fast schon zufrieden sein, dass ich überhaupt ins Ziel gekommen bin. Weil, ihr habt gesehen, also, dass wir überhaupt gefahren sind. Boah. Ich habe erwartet, dass hier die internationale Bootmeisterschaft noch mit anrückt. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Leclerc, Vettel und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, also zumindest diese 2 Zehntel hätten mich auf P8 gebracht. Das wäre schön gewesen, eine Startreihe weiter vorne. Aber naja, das habe ich selber verkackt einfach, da kann man nichts anderes sagen. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Ach, halt die Schnauze. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistungen im Rennen wiederholen können? Klar. Glauben Sie, dieses Team bringt die volle Leistung? Nö. Ach so, Renault. Ich dachte, wir. Ja, passt schon, ne? Klasse. Das war dann alles. Ich dachte, die meint uns. Ich dachte mir so, glauben Sie, Ihr Team ist gut? Also, wenn Sie so fragen, nee, ich werde die auch verlassen, ja. So, ja, wir werden Alesi bald überholen von der Anerkennung. Das finde ich auf jeden Fall schmackhaft. Also, P10, immerhin Q3 mal wieder. Das kann man auf jeden Fall definitiv so stehen lassen. Gucken wir mal, ob wir Q3 dieses Mal sogar auch in Punkte verwandeln können. Das wäre ja sehr schön, wenn das klappen würde. Aber das sehen wir dann im Rennen, welches später dann erscheinen wird, um 12. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.